Obst ist lecker, aber nur dann, wenn es reif ist. Unreifes Obst ist geschmacklos und hart, während überreifes matschig und gammelig schmeckt. Wir zeigen dir, wie du den perfekten Reifegrad herausfindest. Bananen sind unreif, wenn sie grün sind, reif, wenn sie gelb sind und überreif, wenn sie braun sind. Das weiß eigentlich jedes Kind. Welcher Reifegrad dir am besten schmeckt, musst du selber entscheiden. Einige Leute bevorzugen grüne Bananen, andere überreife. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr Bananen am liebsten esst. Ein reifer Apfel riecht intensiv nach Apfel. Beim Kauf des Apfels solltest du darauf achten, dass die Schale unversehrt ist und keine Druckstellen aufweist. Dann hält der Apfel am längsten. Als Faustregel gilt, Sommersorten schmecken frisch gepflückt am besten, Wintersorten reifen noch nach und schmecken ca. 2 Wochen nach der Ernte am besten. Reife Ananas erkennst du daran, dass sie intensiv nach Ananas riechen und du ihre Blätter ohne großen Kraftaufwand abziehen kannst. Ihre Farbe sollte zwischen Gelb und Braun liegen. Eine grünliche Farbe lässt auf unreife Ananas schließen. Ananas reifen nicht mehr nach, wenn sie geerntet wurden. Daher solltest du beim Kauf darauf achten, dass die Früchte reif sind. Das Fruchtfleisch einer reifen Birne gibt auf Druck leicht nach. Wenn die Birne hart ist, dann ist sie unreif. Wenn du Druckstellen hinterlässt, dann sind die Birnen überreif. Eine reife Birne erkennst du außerdem an einem aromatischen Geruch. Eine Kokosnuss sollte noch Flüssigkeit enthalten, denn sonst ist sie alt und vertrocknet und damit ungenießbar. Ob noch Flüssigkeit vorhanden ist, kannst du durch Schütteln herausfinden. Außerdem sollten die Schale und die Augen der Kokosnuss unbeschädigt sein und keinen Schimmel aufweisen. Erdbeeren sind sehr empfindlich. Du solltest beim Kauf darauf achten, dass die Blätter grün sind und die Früchte unbeschädigt. Feuchtigkeit am Boden eines Erdbeerkörbchens weist darauf hin, dass die Früchte beschädigt sind. Beschädigte Früchte schimmeln sehr schnell und sorgen dafür, dass auch der Rest der Erdbeeren verschimmelt. Wenn die Früchte an den Spitzen noch hell sind, dann ist die Erdbeere unreif. Reife Mangos geben auf Druck nach und sind rötlich oder gelb. Mangos reifen durch Wärme nach, das heißt, du solltest sie warm lagern, wenn du sie schnell essen willst, oder in den Kühlschrank legen, wenn du sie lange aufbewahren willst. Himbeeren, Heidelbeeren und so weiter erkennst du an ihrer gesunden Farbe. Sie sollten eine intensive violette oder blaue Färbung haben und prall und glänzend aussehen. Wie bei Erdbeeren solltest du darauf achten, dass sie unbeschädigt und nicht zu feucht sind, denn sonst schimmelt dir ganz schnell die ganze Packung weg. Papayas werden grün geerntet und reifen danach, bis sie gelb oder goldgelb sind. Ihr Fruchtfleisch sollte auf Druck nachgeben, aber trotzdem feste und nicht matschig sein. Weintrauben sollten fest am Stiel sitzen. Wenn sie von selbst abfallen, dann sind sie überreif. Das Fruchtfleisch sollte fest und prall sein. Je intensiver die Farbe, desto süßer der Geschmack. Pflaumen, Pfirsiche und ähnliches sollten auf Druck nachgeben, aber nicht matschig sein. Harte Früchte sind unreif. Am besten achtest du schon beim Kauf darauf, dass die Früchte reif sind und isst sie möglichst schnell, denn Pfirsiche und Co. sind sehr empfindlich und entwickeln schnell Druckstellen und verfaulen. Orangen und Zitronen reifen nicht nach und werden daher immer reif geerntet. Sie sollten daher so schnell wie möglich verzehrt werden. Ihre Qualität wird schlechter, je länger sie liegen. Wenn du wissen willst, was man mit Obst machen kann, außer es zu essen, dann guck dir mal unsere Obsthacks an. Gönnt euch leckeres, exotisches Obst, denn das ist fast wie ein geiler Strandurlaub in der Karibik.